Seit 30 Jahren bin ich Selbstversorger und arbeite seit vielen Jahren jetzt mit dem Rahmenbettsystem. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie das mal entstanden ist, wie es sich im Laufe der Zeit verändert hat und wie man es einfach optimal einsetzen kann. Ja, ich würde in Zukunft weiter über diesen Kanal Leben Natur euch aus dem Garten und aus den Wildkräutern und von den Pilzen berichten wollen, wie man eben mit der Natur leben kann. Wenn euch das interessiert, ist es natürlich klasse, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Der Beginn der Rahmenbeete war letztendlich ein Besuch im Klostergarten in Fulda. Da habe ich nämlich zum ersten Mal diese Rahmenbeete gesehen. Das heißt, die wurden damals in den Klostergärten dazu hergenommen, um eine gewisse Struktur in diesen Garten reinzubekommen. All das war für mich dann eigentlich der Startschuss, weil mir es einfach gefallen hat, jetzt von der Optik her. Und ich dachte, okay, das baue ich mir zu Hause nach. Ja, tatsächlich habe ich dann auch irgendwo bei einem Scheunenabbruch alte Bretter bekommen und die haben mich zunächst mal von der Optik her gut angesprochen und so habe ich dann eben angefangen, meine ersten Rahmenbeete zu bauen. Die waren natürlich jetzt optisch nicht besonders schön und auch nicht irgendwie gleichmäßig. Ich habe einfach versucht, aus diesen alten Brettern irgendwas Sinnvolles zu machen. Genau, ich habe dann auch schon daran gedacht, dass man in diesen Beeten Pflanzen vorziehen kann, habe dann altes Fenster eingebaut und habe so damit so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Ja, schnell habe ich erkannt, dass die Beete eigentlich ganz einfach zu nutzen wären, um nämlich dort die ganzen Gartenabfälle reinzubekommen. Einen Komposthaufen hatte ich damals auch nicht. Und so habe ich im Prinzip angefangen, in diesen Rahmenbeeten meine ganzen Grünabfälle zu entsorgen. Das hat mir schon mal etwas Arbeit eingespannt, die wegzufahren. Und ich habe sie dann eigentlich mit Erde abgedeckt. Ja, was da passiert ist nämlich folgendes, dass man im Prinzip einen Kompostplatz an Ort und Stelle schafft. Das heißt, letztendlich pflanzt man dann später auf einen Komposthaufen. Die Pflanzen haben toll gewachsen, also ich kann mich nur gut daran erinnern, gerade die ganzen Starkzehrer, die haben es geliebt, auf diesen Beeten zu gedeihen, vor allen Dingen, weil eben auch die Verrottungswärme von unten kam, die Würmer waren da, all das hat mir sehr, sehr gut gefallen und damit habe ich so die ersten Erfahrungen gesammelt. Ja, dann kam es, wie so kommen musste, wenn man gärtnert. Ich habe dann im April mein Gemüse rausgebracht und dann kamen die Eisheiligen und haben mir alles, alles ist erfroren. Und dann kam die Idee, das Ganze etwas weiter zu kreieren. Ich sage mal, von der Version 1.0 ging es dann auf die Version 2.0. Die war nämlich dann voll in der Maßen. Ich habe dann wieder mit diesen Beeten gearbeitet, habe jetzt aber die Rahmen nicht mehr so willkürlich gebaut wie bei der ersten Version, sondern ich habe sie dann gleich gebaut, also die Rahmen waren dann alle gleich groß. Was das für eine Ursache hat, zeige ich euch gleich. Und so habe ich dann angefangen, meinen zweiten Garten ein bisschen eben zu machen. Der Garten ist ungefähr 5 auf 6 Meter groß, also nicht allzu groß. Und da habe ich schön diese Beete aufstellen können. Die sind übrigens 1 Meter mal 1,50 Meter. Und dann habe ich damit drin gegärtnert, ganz normal wie vorher auch. Und das war jetzt eine Szene Mitte Mai. Also ich habe, wie ihr seht, ich habe da Kohlrabi angebaut und dann war wieder Eisheiligen angesagt. Eisheiligen bedeutet ja nichts ähnlich, dass es zu Frost kommt in der Nacht und dann eben das Gemüse entsprechend eingeht, wenn da 2, 3 kalte Nächte sind. Ja, und jetzt hatte ich eben die Möglichkeit, weil meine Rahmen alle gleich groß waren, einen zweiten Rahmen oben drauf zu geben. Und ich hatte von einem befreundeten Gärtner so eine Glasscheibe geschenkt bekommen. Diese Glasscheibe hat natürlich jetzt mir mein Gemüse wunderbar geschützt. Und so konnte ich natürlich jetzt beruhigt mich in den Schlaf begeben, weil ich ja gewusst habe, mein Gemüse ist jetzt schön geschützt. Und ich habe erkannt, dass es einfach eine sehr sinnvolle Sache ist, weil man einfach schnell reagieren kann. Ja, dann nach ein paar kalten Nächten kam dann eben die Glasscheibe wieder runter und auch die Rahmenbeete konnte ich wieder auf die Seite geben, weil sie hatten ja nur letztendlich in dieser Szene den Sinn, dass ich ein bisschen Höhe gewinne, dass man Glas nicht auf den Gemüse auflegt. Und mit diesem Verfahren habe ich dann einige Zeit gearbeitet, hat mir sehr gut viel Spaß gemacht und was natürlich auch so ist, dass diese Rahmenbeete, die vergrauen im Laufe der Zeit. Ich habe damals mit Fichtenholz gearbeitet und die fallen dann in so einem Garten auch gar nicht mehr so sehr auf.
Ja, dann kam mir die Idee, eben auch Gemüse und Salat im Winter anzubauen. Und da habe ich dann das System dann weiter letztendlich mir etwas verfeinert und habe da jetzt Feldsalat angebaut. Der wurde so, ich schätze mal, im September wurde rausgebracht. Dann war das eine Szene im November und es kam der Winter. Ich lebe ja in Bayern und da sind die Winter schon etwas strenger. Und ich habe dann eben wieder einen zweiten Rahmenofen drauf getan. Und meine Scheibe obendrauf, ja, hatte bedeutet, dass jetzt vor allen Dingen die Feuchtigkeit nicht so von oben auf das Salat obendrauf kann. Und es kam der Schnee und dann war das ziemlich genau um Weihnachten rum, habe ich dann meinen Feldsalat geerntet. Ich habe also Folgendes herausgefunden, die ganzen Salate, es gibt einige Salate wie Feldsalat, Endiviensalat, auch einige Winterkopfsalate, die durchaus auch Minusgrade vertragen. Was sie aber überhaupt nicht gerne haben, ist, wenn es dann ständig ändernde Wetterbedingungen sind. Also wenn es drauf regnet, die Sonne scheint, dann schneit es, dann taut es wieder auf. Das mögen sie nicht besonders gerne, dann vermatschen die ziemlich schnell. Wenn man sie aber von oben schützen kann, dann halten die zum Teil wirklich den ganzen Winter über. Und das war eine weitere Anwendung, wo ich gemerkt habe für die Rahmenbeete, das ist richtig, richtig klasse. Dann kam dazu im Frühjahr das Thema mit Schädlingsbefall. Das ist einmal sind es Schadinsekten wie weiße Fliege und so weiter. Aber auch die Amseln kamen dann zusehends in meinem Garten, weil ich dann das Mulchen angefangen habe und natürlich alles voller Würmer war. Und da habe ich mir wieder eine Abdeckung gebaut, wie ihr seht her, um die weiße Fliege abzuhalten, beziehungsweise auch die Amseln, solange das Gemüse und Salat noch ziemlich klein war. Der Nachteil von diesen festen Rahmen war einfach der, dass mir immer die übrigen Rahmen im Garten rumstanden und es war zum Teil einfach, die standen immer im Wege rum. Und dann habe ich eines Tages mal dieses Palettensystem entdeckt da und das hat mich sofort angesprochen, weil ich damit natürlich meine Rahmen einfach dann immer wieder wegräumen konnte. Diese normalen Rahmen sind 1,20 m x 1,80 m, das war mir in der Tat etwas zu klein. Und nachdem ich ja schon diese Glasplatte hatte von meinem Gärtnern und hatte mit 1,50 m x 1 m gegärtnert, habe ich auch diese neue Variante entsprechend gemacht. Also ich habe mir dann Lärchenholz besorgt, also bin von Fichte auf Lärchenholz übergestiegen, weil ich mir eben dachte, das Holz ist einfach länger haltbar und habe heimisches Lärchenholz besorgt und habe die Rahmen jetzt einfach so gebaut und es hat halt den riesen Vorteil, dass ich die Rahmen immer, wenn sie nicht gebraucht wurden, auf die Seite stellen konnte. Dann war mir auch klar, dass diese Glasplatte einfach ziemlich schwer ist und vor allen Dingen, wenn man sie lüftet und sie dann wieder nach unten fällt durch Wind oder so, ist mir zweimal passiert, dass mir so Glasscheiben kaputt gegangen sind. Da haben wir uns einen neuen Deckel konstruiert und das ist die erste Version von diesem Deckel. Der war noch aus Plexiglas, aus Stegdoppelplatten gebaut. Das hat den Nachteil gehabt, dass die etwas zu leicht waren und der Wind die mir dann zwei, dreimal durch die Luft gewirbelt hat. Und dann kam ich auf die Idee, dass wir Plexiglas nehmen. Das ist etwas schwerer und das ist so letztendlich die Version, mit der ich seit ungefähr 10 Jahren jetzt gärtner. Also die Rahmenbeete 1,50 m mal 1 Meter. Und aus Lärchenholz, das sehr, sehr lange draußen bleiben kann, mit diesen Klappscharnieren und obendrauf den Deckel dazu, somit ich einfach alle möglichen Situationen, wenn ich es brauche, mir bauen kann. Der Deckel wiegt jetzt 13 Kilo und fliegt jetzt einfach nichts mehr davon. Ja, hier sieht man nochmal eine Szene, wie so ein kleiner Garten entsteht für eine Familie. Es sind zwei Erwachsene, zwei Kinder, die haben jetzt nicht so viel Platz, genau 16 Quadratmeter, soviel ich weiß. Ja, die Rahmen werden mittlerweile gebaut, ja, in einer Behindertenwerkstätte, denn die Bezugsquelle tue ich euch unten in die Infobox noch rein dazu. Also eine Behindertenwerkstätte baut jetzt diese Rahmenbeete mit dieser Größe, was ich gerade genannt habe. Und so werden die dann entweder geliefert, natürlich auch das ganz klar mal zu sagen, wer einige kleine Maschinen zu Hause hat, an Holz rankommt und diese Scharniere kann man im Internet kaufen, kann sich natürlich diese Rahmen auch leicht selber in jeder beliebigen Größe bauen. Dann werden die Rahmen aufgestellt, letztendlich werden die durch so einen Stift in der Mitte noch zusammengefügt, zusammengehalten, dann kommen die Deckel oben
obendrauf, dann sieht so ein Garten zunächst mal so aus, noch nicht so sehr schön, klar. Dann werden die Wege angelegt, kann man auch ganz verschieden machen. Und dann hat man vier dieser Beete und die man einfach, wenn man die geschickt letztendlich bebaut das ganze Jahr über, kann man da sein Gemüse anbauen. Und es geht ja darum, dass man jetzt nicht zum kompletten Selbstversorger wird. Das kann man ja nicht, wenn beide auf die Arbeit gehen und hat nur so eine Fläche zur Verfügung. Aber man kann durchaus, wenn man das geschickt macht, doch viel Gemüse anbauen, vor allem auch die Kinder mit einbauen, sodass es für mich durchaus auch ein lohnenswerter kleiner Garten ist. Ganz wichtig ist eben die Abdeckmöglichkeiten. Da könnt ihr zum Teil solche Glasplatten nehmen, die gibt es oft noch in alten Gärtnereien zu kaufen. Ihr könnt euch selber was bauen aus diesen Folien da oder diesen Deckel nutzen. Letztendlich ist egal, aber das Herzstück von diesem Rahmenbeetsystem sind einfach diese Deckel obendrauf. Ja, zum Lüften habe ich auch mir was ganz Einfaches einfallen lassen. Das sind ganz einfache Metalllüfter, die habe ich genommen vom Decken abzuhängen. Da kann man einfach mit so einem Stift, drückt man einfach drauf, dann kann man die in jeder beliebigen Höhe stellen und dann kann man seine Beete auch wunderbar letztendlich lüften. Eine andere Anwendungsmöglichkeit habe ich dann auch im Laufe der Zeit mir noch einfallen lassen, habe sie genutzt, nämlich mir einen kleinen Erdkeller zu bauen. Dazu braucht man letztendlich eine Trommel von einer Waschmaschine oder von einem Trockner. Die kann man sich entweder natürlich selber ausbauen auf irgendeinem Bauhof oder so. Wenn man danach fragt, hat sicherlich keiner was dagegen. Man kann auch zum Teil welche bei eBay kaufen. Ja, dann werden diese Trommeln eingegraben in den Boden. Und diese Trommel haben ja den Vorteil, dass sie Löcher an der Seite haben, also die Feuchtigkeit ist zwar da, also die Erdfeuchtigkeit, aber die Mäuse können nicht reingehen, sodass dieses Gemüse wunderbar geschützt ist. Dann werden diese Trommeln bis auf den Rand eingegraben. Dann habe ich ein bisschen Sand reingetan und habe jetzt einfach Gemüse, das ich hatte, aber zum Teil habe ich es auch gekauft von einem Biobauern, was ich nicht selber hatte. Also rote Beete oder Karotten kommen dann in diese Trommel rein oder Pastinaken, was ihr halt gerade einschlagen möchtet. Dann kommt zum Schluss noch ein bisschen Stroh oben drauf, dass die Kälte halt nicht so durchkommt. Dann habe ich noch oben drauf tatsächlich so eine Styroporplatte gelegt und einen Stein. Und dann ist es auch wieder ein Deckel oben drauf. Warum? Einfach deshalb, wenn es dann schneit, dann tut ihr einfach den Deckel zurückschlagen und kommt so ganz wunderbar an euren Gemüserand, dass ihr so leicht für euch in den Boden einschlagen könnt. Also auch da halten sich die Unkosten natürlich extrem in Grenzen, weil ihr letztendlich nur noch euch diese Trommel besorgen müsst. Ihr könnt die Rahmenbeete auch nutzen, natürlich, um im Frühjahr euer Gemüse anzuziehen. Auch dafür ist es bestens geeignet. Wenn ihr kein Gewächshaus oder so habt, dann könnt ihr dieses Rahmenbeet also als Frühbeetkasten nutzen, Gemüse ansehen und dann kommt es in das Rahmenbeet rein, Deckel oben drauf und dann könnt ihr es wunderbar nutzen. Ja, also ganz zum Schluss nochmal, das Herzstück ist tatsächlich dieser Deckel, weil der entscheidet, dass ihr einfach euer Gemüse immer gut schützen könnt. Ja, mittlerweile haben wir auch uns überlegt, die Seite des Beets einfach optimal zu nutzen. Das heißt, an der Stirnseite von diesem Beet tun wir Klettergerüste anbauen, wo wir Tomaten oder Gurken hochziehen, sodass die Fläche von so einem kleinen Garten einfach wunderbar genutzt wird. Ja, und mit diesem System, das jetzt so genau seit ungefähr 5 Jahren in unserem Garten ist, bauen wir alles an. Das heißt, wir machen es konkret, die Beete kommen im Februar raus in den Garten, der Boden wird ein bisschen gelockert, dann kommen die Beete raus, die Deckel kommen drauf, damit dass die Sonne schon den Boden warm macht. Und dann geht es auch schon los mit der Aussaat und dann sind die Beete, die gebraucht werden, eben entsprechend das ganze Jahr draußen. Und im Winter kommen sie alle weg, bis auf die, wo jetzt ein Erdkeller eingebaut wurde oder wo die Wintersalate draußen sind. Ja, und so sieht so ein Garten letztendlich aus. Also immer schön Platz lassen, dass man zwischendurch laufen kann. Und so funktioniert dieser Rahmengarten. Ich fasse nochmal die Vorteile zusammen. Also ich sage mal so, dieses Beetsystem, ich vergleiche es fast mit so einem Lego-System. Ihr könnt damit alles bauen, was ihr wollt. Ihr könnt ein normales Beet nutzen, also ihr Gärtner ganz normal am Boden. Ihr könnt es als Frühbeet nutzen, als Anzuchtbeet, als Winter- und Lagerbeet habe ich euch gezeigt. Ihr könnt dort Pilze auch züchten, das werde ich in einem neuen Video euch nochmal zeigen. Ihr könnt auch ein Hochbeet mitbauen, wenn ihr das möchtet, also dass ihr einfach mehrere Rahmen aufeinander setzt. Und ihr könnt es als Kompostierbeet nutzen letztendlich. Das heißt, dass ihr einfach eure ganzen Grünabfälle da reintut.
Wer sich da weiter dafür interessiert, ich habe da ein Buch gemacht, das geht auch einfach, das ist speziell über dieses Rahmenbetsystem, das ist im Kosmos Verlag erschienen und da habe ich genau nochmal erklärt, wie der Rahmengarten letztendlich funktioniert und im zweiten Buch, was mache ich wann im Gemüsegarten, habe ich nochmal erklärt, wie ihr das Gemüse konkret anbauen müsst. Wer sich weiter informieren möchte, kann bei uns natürlich zu einem Vororttermin kommen. Wir machen ja auch Vororttermine, wo man früh dann Theorie machen. Mittag gehen wir zu mir in den Garten rein. Und ich biete auch Online-Seminare an. Einmal Selbstversorgung, die Grundlagen vom Garten und einmal Selbstversorgung, Gemüse- und Kräuteranbau. Ja, ich hoffe, mit diesem kleinen Video habe ich euch zeigen können, wie so ein Rahmenbeetsystem funktioniert, was die Vorteile sind. Und wenn ihr das nachbauen möchtet, da wünsche ich euch viel Spaß dazu. Ich bin begeistert davon und nutze das mit sehr, sehr großer Leidenschaft und wünsche euch viel Spaß beim Gärtnern.